Hi, meine Cupcakes. Ich habe gerade noch mal ein Tauschpäckchen bekommen. Ich war gerade unten und habe nach der Post geschaut. Und ja, die liebe Kiki Pink hat mir eins geschickt und sie war so schnell. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich hinterherkommen soll mit meinen ganzen Tauschpäckchen. Ich bin gerade am Zusammenpacken und hoffe, dass ich das Ende der Woche endlich rausgeschickt bekomme. Ja, und jetzt gucken wir mal zusammen, was drin ist. So, und das ist der Umschlag. Da ist echt ordentlich was drin und ich schütte das jetzt mal hier so auf mein Tischchen. Hoffe, dass nichts kaputt geht dabei. Na? Meine Güte. Oh, schön. Du klebst fest. Oh, ihr gebt euch so viel Mühe. Das ist so cool. So, ich glaube, es ist leer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Sonne scheint gerade hier so auf den Tisch. So, erstmal ein kleines Zettelchen. Oh, das ist so lieb von dir. Oh, ich finde das cool. Das macht gar nichts. Ich nehme auch Sachen, die nicht selbst gemacht sind. Die ist echt süß. Cool. Aber du musst mir mal verraten, wo du die her hast. Von irgendeinem Bastelmarkt wahrscheinlich. Aber die Idee ist schön. Die Idee ist schön. Mal gucken, wo die hinkommt. Ich finde die auch ganz cool. Die eignet sich vielleicht als Nadelkissen oder so. Ich wollte ja noch ein Tutorial machen, wie man einfache Nadelkissen macht für die Leute, die nähen. Ja, cool. Sehr cool. Oh, ein Lolli. Oh, und Erdbeer. Oh, geil. Oh, du wusstest, dass ich total auf Erdbeeren stehe, oder? Erdbeeren sind meine absoluten Lieblingsfrüchte und ich esse alles so gerne mit Erdbeeren. Ich habe gestern mir gerade aus dem Teddy diese komischen Kaubonbons und Erdbeergeschmack geholt. Die Serviette ist ja cool. Die ist sehr cool. Sieht ein bisschen aus wie Johnny Cash. So, da drin hat sie mir Glitzer reingepackt. Boah, ist der geil, ey. So eine Farbe trage ich auf den Nägeln total gerne, ne? Übrigens nicht gucken, meine Nägel sind leider wieder abgeblättert ein bisschen. Und Mikroperlen. Ich hoffe, man kann das sehen. Oh, ich hasse immer, dass die so elektrisch aufgeladen sind. Kennt ihr das? Und dann fällt euch alles entgegen, wenn ihr die öffnet. Das ist immer das Schreckliche an den Teilen. Und man kann sie mal ganz schlecht in diese Tütchen abfüllen. Aber die Farbe ist cool. Die habe ich auch noch nicht. Sehr schön. Dankeschön. So, dann die schicke Serviette hier. Die tue ich mal beiseite. Dann habe ich hier so ein, ich glaube, das ist eine Art Schweinchen. Ein Schweinchen. Ein blaues Schweinchen. Ein Schlüsselanhänger. Der ist ja süß. Süß. Cool. Dann hat sie mir hier so ein Filz-Schlüsselanhänger, so ein Rohling gegeben. Cool. Ich habe noch gar nichts von der Sorte und ich habe ja schon bei Marion gesehen, dass sie die irgendwie verschönert und dann als, ja, mit so Fimo-Anhängern dran macht. Ich muss mal gucken, ob ich damit was anfangen kann. Und du hast meine absolute Lieblingsfarbe getroffen. Boah, ey, cool. Dann sind hier noch drin zwei, drei Handyschlaufen. Weiß finde ich auch cool. Weiß habe ich noch gar nicht. Kann ich sehr gut gebrauchen. Dann hier diese Zwischenteile. Oh, super. Die finde ich auch immer cool. Ich könnte das gerade gar nicht sehen, weil meine Kamera nicht fokussiert. Jetzt. Das sind so Perlen mit so einer Öse. Die kann man zwischen die anderen Perlen auf einem Armband zum Beispiel machen. Und dann kann man da Anhänger dranhängen. Die finde ich auch richtig cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Und so ein großes Herz. Und hier so ein Anhänger, wo man noch Sachen dran anhängen kann. Cool, also mit Schmucksachen kann ich immer was einfangen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Glasfläschchen mit den Strasssteinchen und nochmal drei wunderschöne Handyanhänger in so einem, ich finde, die sehen aus in so einem japanischen Stil, wenn man so diese, ich weiß nicht, ich war mal in China und da gab es solche Sachen so, wo Jade-Anhänger dran waren. Das erinnert mich immer irgendwie an China oder Japan. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dankeschön. Dann hat sie noch selbstgemachte Ohrringe. Ich gehe davon aus, dass sie selbstgemacht sind. Mit reingelegt. Die sind ja auch total schön. Die kleinen rosanen Perlchen. Oh ja, rosa ist immer gut. Oh, und jetzt hat sie noch eigene Sachen dazu gepackt. Jetzt muss ich mal die Tüte hier öffnen. Wow, deine Cupcakes sind ja riesig. Die sehen im Video immer so winzig aus. Einmal so einen richtig tollen Donut.
Süß. Ich finde ja die Idee mit dem ausgestochenen Blümchen Zuckerguss auch cool. Jetzt musst du mir nur mal verraten, warum du den nur oben lackiert hast und nicht komplett. Sehr süß. Dann ein Kuchenstück. Ein sehr großes. Im Candy Cane Look. Sehr lecker. Oh, ich liebe Kuchen. Ich habe mir gestern so ein Erdbeer-Vanille-Plunder geholt beim Bäcker, weil ich nicht widerstehen konnte. Und ich habe immer noch meine Muffins. Ich esse da seit Tagen dran. Dann, ah, das sind aus ihrer eigenen Molds, glaube ich, hier. Ja, sieht gut aus. Sorry. Oh. Sieht gut aus, finde ich richtig gut. Sehr hübsch. Ich muss es auch unbedingt ausprobieren mit den Molds. Und hier, dann hat sie hier so Glitzer. Ich glaube, da hat sie Glitzer mit Infimo verarbeitet, konnte ich mir gut vorstellen. Und dann hier die Blätter oben drauf und die ganz tolle Erdbeere. Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann kommt mir noch so ein Cookie entgegen. Mit ihrem, ich glaube, das ist dieser eigensgemachte Zucker, ne? Den du auf deiner Seite jetzt verkaufst, auf deiner Lavanderseite. Oh, Kamera. Fokus. Cool. Sehr cool. Was ist denn das eigentlich für ein Zucker? Dann ist da noch ein Cupcake drin. Zwei sogar noch. Einmal so ein. Mit so einem richtig coolen. So einem Schokobraun-Twirl. Cool. Den finde ich auch richtig cool geworden. Und das ist bestimmt auch eine von deinen Tubenformen, ne? Finde ich cool. Sieht gut aus. Und dann habe ich hier noch so ein komplett mit eigens gemachter Haube und so einen ganzen kompletten mit ganz viel bunten Mikroperlen drauf. Boah, lecker. Schön. So, und das sind die Fimo-Sachen nochmal im Ganzen. Jetzt scheint gerade die Sonne so richtig drauf. Da seht ihr sie nochmal. Ja, und das war schon im Großen und Ganzen das Päckchen. Also, liebe Kiki, vielen, vielen, vielen Dank für deine tollen Sachen. Vielen Dank für deine tollen Sachen. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich kann einiges mit anfangen und bin mal gespannt, was daraus wird. Und ich versuche auch, die Sachen, die ihr mir alle geschickt habt, mal irgendwann, wenn ich genug gebastelt habe, mal in einem Video zu packen und euch zu zeigen, was ich daraus gemacht habe. Weil ich glaube, das interessiert ja auch jeden von uns, was wir aus den anderen Tauschpäckchen irgendwie verwenden konnten. Jedenfalls so Sachen wie hier diesen Filz-Sache oder ja, eigene Kreation, die man noch irgendwie mit reingelegt hat, ob man die noch weiter verwenden konnte. Ja, also danke, liebe Kiki. Freue mich riesig darüber. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss.